Was sind ihre Eigenschaften im Koran von Awliya Allah? Was sind ihre Eigenschaften? Und wir haben einen Vers, der sehr explizit ist. Und wenn wir uns diese ganzen Hokuspokus-Leute von irgendwelchen Tarikats ansehen, und wie gesagt, ich rede nicht von jedem Einzelnen, ja, sondern viele Dinge, die uns zu Ohren kommen. Deswegen, auf wen das nicht zutrifft, braucht sich ja nicht angesprochen zu fühlen. Ja? Was ist dann immer ihr Argument? Oh ja, der ist durch die Luft geflogen und der hat dieses und jenes gesehen und das ist ihm passiert. Sie nehmen fast immer als Argument dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind, Karamat, Wunder. Fast immer. Aber von wem können Wunder auch sein? Vom Shaitan. Vom Shaitan. Wer hat zum Beispiel Wunder in der heutigen Zeit? Oft christliche Prediger. Es wird sogar gesagt, dass sich das Christentum verbreitet hat in der damaligen Anfangszeit, weil diese Leute Sihr ausgetrieben haben mit ihrem Kuffer. Hier muss man verstehen, wie der Shaitan arbeitet. Jetzt könnte jemand sagen, ja warum? Die haben Sihr ausgetrieben, ist doch gut, wenn die Sihr austreiben. Okay, Sihr, wodurch funktioniert das? Durch Shayatin, Jinn. Shayatin und Jinn machen einen Menschen zum Beispiel besessen. Okay? Was ist das Ziel dieser Shayatin? Wer ist ihr Anführer? Iblis, lanatullah alayhi. Was ist das Ziel von Iblis gewesen? Was hat er Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang geschworen? Er hat ihn geschworen, dass er die Menschen in die Irre führen wird. Was ist sein erstes Ziel, die Menschen in den Kufr und in den Schirk zu führen? Das Ziel Nummer 1. Das wichtigste Ziel. So, okay. Jetzt ein Shaitan macht einen Menschen besessen. Er wird krank, er hat bestimmte Dinge, bestimmte Erscheinungen. Jetzt kommt der Typ mit dem Kreuz. Im Namen von Jesus heilig dich dieses und jenes hin und her. Was macht der Shaitan? Der geht weg. Ah, mir geht's wieder gut. Ah, ich bin wieder gesund. Ja, warum bist du denn wieder gesund? Gestern ging es dir noch so schlecht. Du warst schon zufrieden gewesen, du warst voll neben der Rolle gewesen, du warst total, du hast Sachen erzählt, wir wussten gar nicht, was du erzählst. Ja, da kam der Priester mit dem Kreuz und jetzt ist weg. Ah, der Priester, das heißt, das muss richtig sein, was der macht. Lass uns Jesus anbeten, sagen die dann, A'udhu billah. Versteht ihr? So arbeitet der Shaitan, weil dann hat er sein Ziel erreicht. Er hat sein Ziel erreicht. Genauso gibt es Leute beispielsweise unter Muslimen, die sagen, ja, da ist einer zum Beispiel krank oder was auch immer, der ist vom Dschinn besessen. Da sagt er, gehe zum Grab von Sidi Yahya und nach da und dort und dann schlachtest du ein Schaf für diesen Wali und danach bist du wieder geheilt. Was macht er? Der macht das tatsächlich. Und bumm, auf einmal ist er heil. Was macht der Shaitan? Die Shayatin haben auch untereinander, nicht Handy, aber die haben untereinander Kommunikation. Hallo, hat gerade geschlachtet. Okay. Ach, gesund. Ja, wirklich. Mein Onkel hat 1000 Kilometer weiter von hier. In Nordafrika hat er geschlachtet auf dem Grab von so und so. Und ich bin geheilt. Also, echt? Ja, boah, krass, das müssen wir dann jetzt auch immer machen. Aber was ist das Schlachten für jemand anderen außer Allah? La'natullah min dhabha li ghayrillah, sagt der Prophet a.s. Der Fluch Allahs ist auf dem, der für einen anderen schlachtet, außer für Allah. Das heißt jetzt nicht, ich schlachte, weil jetzt kommt gleich ein Gast und ich möchte Fleisch haben, für den das zu servieren. Ich meine takarruben, um sich jemandem zu nähern, um eine Ibera zu machen. Ja? So. Zum Beispiel jemand sagt, im Namen von so und so, anstatt im Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt Allah im Koran? Fasalli li rabbika wanhar. So, bete für Allah und opfere für ihn. Das heißt, das Opfern ist eine Ibadah. Wer eine Ibadah jemand anderen widmet außer Allah, was ist das? Schirk. Das heißt, die Personen haben Schirk gemacht, der Shaitan lässt los und so verbreitet sich dann der Schirk immer weiter auf diese Art und Weise. Warum? Weil wir sollen nicht an Hokuspokus glauben, sondern wir sollen schauen, wer der Botschaft folgt.
Wer Allah alleine anbetet und wer zu Koran und Sunna ruft. Und übrigens, das ist sehr interessant auch, weil wenn mir zum Beispiel ein Christ kommt mit diesem Argument, ja, wenn mir ein Christ kommt mit diesem Argument, ja, bei uns gibt es Leute, ich hatte einmal eine Diskussion mit einem auf der Straße gehabt, da meinte ich so zu ihm, gib mir mal einen rationalen Beweis, dass deine Religion richtig ist. Da meinte er, ja, das kann man nicht erklären, das muss man spüren. Spüren. Sag ich, ich spüre auch was. Der Hindu spürt was, der Buddhist spürt was, jeder kann behaupten, ich spüre was. Ist ja kein rationales Argument, ist ja ein emotionales Argument. Gib mir ein rationales Argument. Weil er erzählt dann, ja, ich habe den Heiligen Geist gespürt. Wo willst du wissen, dass das der Heilige Geist ist? Vielleicht war es auch der Scheitan. Der Scheitan kommt ja nicht zu dir, hallo, komm bitte mit in die Hölle. Der Scheitan kommt vielleicht zu dir in der Gestalt von einem Engel. Also beziehungsweise das, was du als Engel verstehst. So. Auf jeden Fall, was passiert? Er sagt, ja, es gibt bei uns Leute, die Wunder wirken, die mit verschiedenen Sprachen sprechen können, etc., etc. Dann sage ich, echt? Ach, sag ich, das ist wie bei diesen Leuten in Indien, die ganzen Skulpturen und so anbeten, ne? Die gehen ja auch über heiße Kohlen gehen, die stechen sich ein Messer durch die Backe, kommen an der anderen Seite raus, kein Blut. Ach, das ist bei euch wie da. Ist bei denen auch der Heilige Geist. Ja, nein, bei denen ist ja was anderes. Das ist bei denen was anderes. Die sagen auch, wir sind richtig, weil wir latschen über glühende Kohlen und haben uns die Füße nicht verbrannt. Kann doch nicht normal sein. Ja, nein, das ist was anderes. Ja, was ist das denn? Ja, das sind bei denen Dämonen. Sag ich, ja? Vielleicht sind es bei dir auch Dämonen. Und da war er blass gewesen. Warum? Weil er kein rationales Argument hat. Wir brauchen keinen Hokuspokus. Und im Alten Testament, in Deuteronomium 13, für die Christen, die das eventuell hören, wird sogar genau das erwähnt, dass es falsche Propheten geben wird, die Wunder wirken. Wir haben Matthäus, Markus, Lukas, Evangelium, glauben wir nicht. Das sind vielleicht historische Ereignisse, wo das eine richtig ist, das andere nicht. Wie ein Sira-Bericht, beispielsweise ein Biografie-Bericht. Und die haben keine Überlieferungsketten, wie wir das im Islam haben. Ja? Alle Bücher der Bibel, ausnahmslos, sind nach islamischem Maßstab daif jiddan mawdu'. Rein vom Urteil, wenn du eine Überlieferung, weil es gibt gar keine Überlieferungskette. Ich gebe dir Beispiel Lukas Evangelium. Lukas Evangelium fängt an so. Lukas Evangelium fängt an so. Wann hat er es geschrieben? Weit über 50 Jahre. Das heißt, er hat Jesus selber nicht getroffen. So. Da sagt er, schon viele haben es unternommen, lieber Theophilus, das steht in Lukas 1, das, was sich unter uns ereignet hat, der Reihe nach aufzuschreiben, so habe auch ich mich entschlossen, lieber Theophilus, den Texten nachzugehen. Okay. Von wem denn? Das ist komplett Mukatter, ist das. Kompletter Inkretar im Isnad, da kannst du komplett vergessen. Doch dazu kommt, wer ist denn der Lukas überhaupt? Das heißt, es gibt gar keine Überlieferungskette. Es ist, als wenn irgendjemand hat irgendwas geschrieben. Bei uns, alle Überlieferer, gibt es eine Biografie drüber, bevor ich überhaupt von dem akzeptiere. Das heißt, alles, was dort steht, ist absolut daif. Aber dort steht in Matthäus, dass Jesus gesagt haben soll, schon viele, doch an jenem Tag, das heißt am jüngsten Tag, werden viele kommen und sagen, Herr, Herr, also Jesus, Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Prophezeiungen gemacht und haben wir nicht in deinem Namen Wunder gewirkt und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir gerade darüber gesprochen. Und ich werde sagen, fort von mir, Übeltäter, ich kenne euch gar nicht. Das hat ja mit Jesus gar nichts zu tun. Das heißt, laut ihrer eigenen Bibel ist dieses ganze Argument totaler Quatsch. Aber kommen wir jetzt darauf zurück. Das heißt, unser Maßstab dafür, Awliyaullah zu erkennen, ist nicht wie das einige von irgendwelchen Tariqats machen, da ist einer durch die Luft geflogen oder Wasser gegangen oder was auch immer, sondern unser Maßstab ist der Koran. Im Koran steht nicht, wenn du einen Waliullah erkennen willst, schau mal, ob er durch die Luft fliegt. Weil wer ist der größte Scheitan von uns, der auf die Welt kommen wird und der richtige Wunder wirkt?
Dajjal. Dajjal wird richtig krasse Sachen bringen. Ja? Dass er Leute in der Mitte durchschneidet, wieder zusammen, Mitte durch, in die Hälfte teilt, wieder zusammenbringt, Garten bringt, regnen lässt, etc., etc. Richtig krasse Sachen. Aber den soll man nicht folgen, sondern man soll dem Beweis von Koran und Sunna folgen. Ja,